Moin, Leute, da sind wir wieder. Ich denke mal, die Schippe hat's hinter sich, also werden wir die jetzt mal reparieren fahren. Das werden wir mal machen. Nochmal gucken, was wir noch so alles mitnehmen können. Glowstone müssen wir natürlich auch mal wieder ein bisschen, hupsala, in die Leiste packen. Das ist der Rest vom Fest vom Glowstone. Das wird so nicht ganz reichen, wenn wir da auch noch weiterbauen müssen. Da werden wir, glaube ich, mit den 28 nicht ganz hinkommen. Ist aber wurscht. Wir nehmen erstmal das, was wir haben. Gut, Glas, denke ich mal nicht, dass wir da noch was produzieren müssen. Ansonsten haben wir noch Glasgut. Das heißt also, wir können auch den Sand draußen nehmen. Was können wir denn noch wegfahren? Na, das war's dann eigentlich schon. Den Rest haben wir alles in der Tasche und dann machen wir uns jetzt mal auf die Socken. Fahren einmal zum Lager und dann schauen wir mal. So, zing. Und dann reparieren wir erstmal die Schippe und dann gucken wir mal weiter. Und dann müssen wir hier noch ein bisschen chippen. Vielleicht können wir ja auch noch gleich ein Werkzeug irgendwie benennen. Namentlich. Ah, da ist er wieder, der Minecart-Soundbug. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt mit der neuesten Version, ob das mit den Pisten dann wieder funktioniert oder ob das gefixt ist oder nicht. Kann ich jetzt so gar nicht sagen, aber wir werden es, wenn das Update denn dann draußen ist, dann werden wir es auf jeden Fall definitiv wissen, ob das noch so funktioniert oder ob das nicht mehr so funktioniert. Wäre natürlich schade, wenn es nicht mehr so funktionieren würde. So, wir schmeißen aber erstmal noch ein paar Sachen raus. Ein bisschen Erde. Ein wenig Sand. Die vier, die nehme ich halt mit. Die werden dann auch gleich wieder reingeballert. Dann, das noch raus. Das so und das so. Ja, Schippe reparieren. So, einen Diamanten. Eine Schippe gebastelt. Und dann wollen wir doch mal. So, zack. Fix. Nee, Schippi heißt sie ja. Schippi rein und Schippi raus. Und zack. 26 Level los. Ja, mit 9 Leveln werden wir nicht weit kommen. Das wird, glaube ich, alles mehr kosten. Was hätten wir denn hier noch? Behutsamkeit. Wenn wir die jetzt umbenennen wollen, dann würden wir mal sackstarke 20 Level dafür brauchen. Ja gut, okay, die haben wir natürlich nicht. Naja. So, dann fahren wir erstmal wieder zurück. Und dann schippen wir da doch erstmal noch ein bisschen weiter. Da sind wir ja gerade dabei. So, zing. Automatische Öfen. Ja, da freue ich mich schon drauf. Da muss man wenigstens die Kohle nicht immer wieder nachstopfen. Das passiert dann mehr oder weniger von alleine. Aber dafür müssen wir ja dann, wie gesagt, erstmal im Nether ein bisschen rumlöschen. Und da werden wir dann natürlich auch wieder an einen neuen Glowstone kommen. Und zwar an den Glowstone, den wir ja eigentlich schon mal abgebaut hatten. Weil ich habe in dieser Welt wirklich, also so viel Glowstone hatte ich eigentlich in keiner anderen Welt jemals irgendwie verbaut. Das ist wirklich irre viel, was ich hier an Glowstone verbaut habe. So, wir fahren aber mal noch einen weiter. Gatsching. So. Hätten wir das geschafft? Ja, dann da draus und nee, das machen wir anders. So und so. Dann das rein und den rein und nochmal ein Nachlegen. So. Raus. Falsch rum. Rein. So. Raus, rein und so. Raus und rein und so. Ja, haben wir auch mal wieder Kohle nachgelegt. Dann müssen wir drei Stück wegwerfen.
1, 2, 3 und es bleibt nur einer übrig. Ja, haben wir immer noch nicht so wirklich viel, wenn wir die Schaltungen bauen. Also so viel, so anderthalb brauchen wir ungefähr pro Schaltung. Das wird ganz schön eng. Ja, Happa Happa müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Und wie ich gerade sehe, wir haben ein bisschen wenig Happa Happa eingepackt. Leute, wir müssen nochmal losfahren. Wir müssen uns noch ein bisschen Happa Happa einpacken. Sonst geht uns, wie gesagt, das Essen aus. Ja, schade, dass wir den anderen Tunnel nicht schon fertig haben. Dann hätten wir uns das sparen können, hier mit dem Hin- und Hergefahren. Und ich denke mal, ich werde auch gleich nochmal einen Stack Glowstone nachbauen. Wenn wir schon im Lager sind, dann denke ich mal, dann machen wir das auch noch gleich. Hätte ich auch gleich von Anfang an schon machen können. Naja, wurscht. Ich denke da auch nicht an alles. So. Ja, was nehmen wir denn mit zu essen? Eine echt gute Frage. Was haben wir denn hier alles so im Angebot? Nahrung. Gebratenes Schweinefleisch. Da nehmen wir mal eine Hälfte von mit. Da nehmen wir mal eine Hälfte von mit. Und da nehmen wir einfach mal die Hälfte von mit. Und jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder genügend zu happern. Wir könnten auch noch Brot basteln und Kakaobohnen haben wir auch noch reichlich und Pilze, Suppe, Pilzsuppe könnten wir basteln und Fische. Ja, wir müssten eigentlich auch mal wieder eine Runde angeln gehen. Ich denke mal, das ist eine total klasse Idee, das machen wir. Aber ich wollte ja auch noch den Glowstone bauen, 1, 2, 3, 4 und verdammt, wie war denn das jetzt, mein Rezept für den Glowstone? Ich glaube, wir brauchen auch... Sticks. Ja, Sticks ist auf jeden Fall schon mal richtig. Und Fackeln. Aber nicht 19, sondern nur 16. So, zack. Ja gut, okay, ein bisschen viel, aber wurscht. Genau so war das. Ich bin gerade im Überlegen, wie ihr gerade merkt, ne? Also wie, verdammt, wie war das Rezept? Genau so war's. Ding! Und dann haben wir auch nochmal ein bisschen... Ja, die Kohle, die behalten wir jetzt. Die nehmen wir einfach mit zurück. Da können wir dann ganz gut noch mit weiter basteln. Quatsch, in die Öfen, die reinstopfen. Zwei goldene Schwerter. Zweimal Glowstone Staub. Enderperlen haben wir auch ein paar. Wir könnten eigentlich auch mal irgendwann eine Endertruhe basteln. Feuerzeug haben wir noch. Das ist ja noch eine Angel. Achso, hahaha. Jetzt wäre ich beinahe einem Fehler erlegen. Und zwar ist das nämlich die Karottenrute. Das wäre natürlich die falsche Angel gewesen. So. Hier ist noch alles im grünen Bereich. Aber es ist gerade dunkel, sehe ich gerade. Also werden wir nochmal schlafen gehen, bevor wir dann ans Angeln gehen. So, hopp, hopp, hopp. Lauf, Bursche, lauf. Ja, die Frage kam ja auf nach Tutorials live und in Action oder bebildert für das Paracord. Leute, da muss ich euch ganz einfach sagen, da gibt es Leute, die das echt besser drauf haben. Unter anderem zum Beispiel der Stefan 123321. Der hat das sehr gut drauf. Und dann noch jemand, der nennt sich Tiat. Also T-I-A-T. Und das ist dann Tying All Together. Nennt sich das dann und der hat das richtig drauf. Von dem kann man auch unter anderem ein Buch bestellen über Paracord knüpfen und wie gesagt, der hat das auch richtig drauf. Also das sind alles Leute, die haben das um Welten besser drauf als ich. Ich bin da, wie gesagt, noch Anfänger und noch nicht wirklich so firm drin. Also von daher... Ach, blöd. Fisch, komm her hier. Gib mich Fisch. Oh gut, okay, das funktioniert irgendwie nicht. Ah, jetzt. Hm, 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 hm.
Ja, wie gesagt, schaut euch Videos von denen an und ihr müsst nicht unbedingt Paracord dafür nehmen. Ihr könnt da eigentlich jede halbwegs vernünftige Leine für nehmen, um das erstmal ein bisschen zu üben, ob euch das überhaupt Spaß macht oder nicht. Um dann zu sagen, ja, das ist so das, was ich machen will und weiß ich nicht. Und wenn es euch gar nicht zusagt, ja, dann einfach nicht. Jeder, wie er gerne mag. Bei der Lampe hat sich auch noch nichts getan. Da weiß ich halt nicht. Also ich bin da wirklich zwiegespalten, ob es die Phoenix LD22 wird oder die Phoenix LD12 oder die Nightcore EA1 oder die Nightcore EA2. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, lässt sich doch alles relativ easy bestellen. Ich hatte bloß anstatt Night, ich habe das wie Nacht geschrieben, aber es schreibt sich Niete, also NITE, wird aber trotzdem Night gesprochen. Und von daher war das natürlich klar, dass ich da, weil ich es mit Night, mit NIGHT geschrieben habe, dass ich da nicht wirklich was gefunden habe. Das war also krasser Fehler von mir. Wie gesagt, man kriegt da sämtliche Formen, also sämtliche Größen der Lampen könnte man bestellen. So, drei Stück fehlen irgendwie noch, damit wir da wieder wenigstens 8 Stück haben. Braten möchte ich die Fische allerdings nicht. Vielleicht holen wir uns damit ja nochmal ein Kätzchen oder züchten nochmal Kätzchen nach. Und zum, meines Wissens nach braucht man dafür rohen Fisch. Wenn ich mich nicht vertue. Aber im Zweifelsfall ist das ja gar nicht so schlimm, sonst braten wir das Ding einfach und dann ist auch okay. So, und noch 2 Tück und dann hätten wir es auch schon geschafft. Und noch einen. Das war jetzt Glück. Der ist wieder abgesprungen. Komm her, ja. Gib mir da Fisch. Ja, das Video mit dem Pimp My Multitool habe ich euch ja vorgestellt. Leider ist mein Fotoapparat totale Kacke. Und ich bin nicht im Besitz eines Smartphones mit hochauflösendem Video, Foto, bla, irgendwas. Und von daher, die Fotos sind einfach scheiße. Und eine Kamera, also eine Videokamera, besitze ich zum Beispiel gar nicht. Würde es dann natürlich auch ein bisschen schwierig machen, die Paracord-Videos aufzunehmen, weil mit ohne Kamera ist natürlich auch ein bisschen schlecht, weil was ich nicht habe, kann ich auch nicht benutzen. So. Und mir nur deswegen dann ein Smartphone anzuschaffen, weiß ich nicht. Also für mich muss ein Handy eins können und zwar telefonieren und im Zweifelsfall vielleicht noch meine SMS versenden können und das war's dann. Auf sämtliche anderen Sachen kann ich auch verzichten. Also ich muss unterwegs kein Internet haben. Von daher bin ich, ja, also ich zähle glaube ich nicht zu der Zielgruppe der Smartphone-Besitzer. Das ist also, das wollte ich einfach damit sagen. So, wo hatte ich das denn jetzt gesehen? Da, genau. So, Ding und ja, dann haben wir doch eigentlich schon wieder alles. Dann können wir auch wieder zurück zur Baustelle. Habe ich mal wieder viel Blödsinn erzählt über Smartphones und weiß ich nicht, und Taschenlampen und Paracord-Knöpfen. Mein gesammeltes Halbwissen. Wie gesagt, also da gibt es andere Leute, die haben da wesentlich coolere Videos und der Stefan, der hat das wirklich so gut erklärt. Also sein Schlüsselbandanhänger, den konnte ich ganz easy nachbauen. Und zwar einmal den viereckigen und einmal den runden, also mit dem sich drehenden Muster und einmal den anderen mit dem sich gegenüberliegenden Muster. Die habe ich beide total prima hingekriegt. Mein Bruder hat auch schon so ein Anhängerchen gekriegt. Für den habe ich allerdings das Ganze in kürzer gemacht, weil er das in kürzer haben wollte. Das Ding wird dann ungefähr so 5 cm lang mit Endknoten.
wenn man 50 cm Paracord benutzt und die Seelen nicht entfernt. Und für mich selber habe ich dann glatt mal zwei Stück, also wie gesagt, einen viereckigen gebastelt und einen runden. Und da habe ich dann jeweils 1 Meter Paracord benutzt, ohne die Seelen zu entfernen. Aber die Dinger, die sind dann schon ganz schön wuchtig, weil mit 1 Meter Paracord werden die Dinger dann mit Endknoten so 11, 12 cm lang. Also das ist nicht jedermanns Sache, so ein großes Ding am Gürtel zu haben. Quatsch, am Schlüsselbund meine ich natürlich. Ja, wie auch immer, ich sage hier erstmal Tschüss für diese Folge. Macht's gut. Wir sehen uns. Bis bald.